viel Spaß, Piatschis. Ich sag dir nicht zu, denn ich bin zau für dich. Aber ich muss jetzt kacken. Achso, es läuft schon. So Leute, wir haben jetzt gerade 8 Uhr. 8 Uhr, ja, 20 Uhr abends. Wenn ihr das hier sehen werdet, liegen wir höchstwahrscheinlich halbtot im Bett. Weil wir sehr viel auf uns nehmen, um heute irgendwie nach Bochum zu kommen. Heute ist auch falsch, wir fahren morgen früh. Und früh, kennt ihr die Definition von früh? Ich werde die jetzt einfach mal hier kurz einblenden, falls ich die irgendwie auf Google finde. Wir fahren also wir stehen um 3 Uhr auf, wohlbemerkt in der Früh. Um 4 Uhr fahren wir los, ich mit dem Auto, weil ja, Kombi-Ticket nutzt man nicht aus, man fährt Auto. Ja. Das ist übrigens Verena. Hallo. Ich wollte mich einfach nur jetzt mal so melden, weil jetzt sehen wir noch schön aus. Jetzt sind wir noch frisch und motiviert und glaubt mir, es wird anstrengend. Aber ich weiß ja, dass ihr die Vlogs cool findet, also viel Spaß und dieser Vlog wird von vorne bis hinten reinster Trash. Ja. Ja, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Selbstbräuner habe ich übrigens drauf. Da gibt es auch noch. Oh, ist das viel. Hey, es geht aber voll. Ja, aber das ist ein bisschen viel. Aber YOLO. Wir wollen ja auch ein bisschen braun sein. See you soon. Wir melden uns dann einfach um 3 Uhr wieder. Ne? Kriege ich irgendeinen Hate-Kommentar, weil ich so früh aufgestanden bin? Leute, hattet ihr nicht alle mal ein Idol? Wahrscheinlich, wenn ihr das hier schaut, mögt ihr mal genauso sehr wie ich. Also don't hate me, bitch. Wir haben jetzt 23.40 Uhr. Verena und ich, es sieht halt literally einfach so aus, als wäre es gerade so 12 Uhr mittags. Warum ist es so hell? Verena und ich liegen jetzt schon in unseren Betten. Was ist daran so lustig? Das Problem ist einfach, Leute, wir müssen in 3,5 Stunden oder so aufstehen. Ich kann kein Mathe, deswegen YOLO, ne? Mhm. Da bin ich raus bei Mathe. 1 plus 1 geht noch. 3 mal 3, das ist schwer. Hallo, Mike. Mike, ich glaube an dich. Tschüss, meine Süßen. Das ist so krank, was wir tun, Verena. Das ist so krank. Mach dieses verkackte Licht an. Oh, ist das hell? Ich meine nicht das Licht. Oh, du bist doch komplett geisteskrank. Also, wir backen uns jetzt die schönen Brötchen auf. Boah, Verena, das ist. Nein, das ist. Diesen Vlog muss Mike sehen. Wow. Oh Gott, meine Haare sahen aber halt auch mal gut aus. Ne? Ja, klar, ja klar. Aber das Ding ist. Das Allergeilste ist einfach, wir haben verdammt nochmal keine Zeit und wisst ihr, was sie macht? Die ist schon draufgestellt. Hallo. Ich kann nicht mehr. Oh, die Brötchen, da weg nicht. Ja, bitte. Woran ihr erkennen könnt, ob ihr auf meinem Kanal seid, wenn das Video schon 3 Minuten geht und der eigentliche Tag noch nicht mal begonnen hat. Ja, ich gehe jetzt duschen. Das war anstrengend hier. Meine Worte waren einfach so richtig. Ja, ich gehe jetzt mit der Frisur schlafen. Wenn ich aufwache, sehen meine Haare noch gut aus. Digga, ich weiß nicht, was für ein Tier mir gerade in die Haare geschissen hat, aber das hier geht definitiv gar nicht. Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist so krank. Mein Leben ist so gottverdammt krank. Und wem verdanke ich das? Mike. Warum
Kann es nicht einfach leise sein? Warum musst du direkt so... Okay, fuck. Sehe ich geil aus. Die Brüche sind fertig. Ja, same, mein Horror auch. Also, nein, geföhnt. Oh mein Gott, ich habe gerade vergessen, dass ich irgendwas tue. Wir brauchen Sonnencreme. Wer hier aktiver Zuschauer ist, aber höchstwahrscheinlich guckt ihr meine Videos sowieso nur, wenn Mike Content kommt, aber same. Ich hatte einen Sonnenbrand des Todes. Ich habe auch schon L'Oreal drauf. Ja. Ja, weißt du, kennst du L'Oreal? Oder? Ja. Ja, ist klar. Oh, lieber nur letzten Endes will sie halt nur mit ihrem Bild pushen, weil da nein. Mike drauf ist. Nein. Ich will nur die Leute, ich suche zeigen. Mike auch nie. Ich habe den erst 132 Mal getroffen. Mike, wenn du das hier siehst, du tust mir auch richtig leid, dass sie dich immer nervt. Tja. Aber jetzt ist sie sogar schon in meiner Wohnung. Ich bin irgendwie auch reingekommen, ne? Ih, Oma Guschkon. Ih, oh mein Gott, ich pell nicht. Ich schwöre Schlangenhaut, Alter. Ich will gleich wach zu Sven auch so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. 10, 11, 12, 13, 14. 14 durch 3 macht 4 und 2. Ja, geht nicht auf. Ja, Save the Turtles, aber es geht halt einfach nicht anders, ne? Aber wir verwenden die Tüte natürlich auch dreimal wieder. Wir sitzen jetzt im Auto. Wir haben uns versucht, irgendwie noch fertig zu machen. Es ging zum Hauptbahnhof. Ja, wir müssen jetzt zum Hauptbahnhof. Dann holen wir da Chiara ab. Ja. Und von dort fahren wir... Die ist in 10 Minuten da. Ja, das schaffen wir nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir... Ja, cool. Ich hasse meine Vlogs. Ich kriege es nicht hin, qualitativ guten Content zu machen. Ich ziehe mich jetzt an. Schneide mich jetzt an. So Leute, wir haben jetzt 5.58 Uhr, also eigentlich haben wir 6 Uhr, aber ich fand es irgendwie fancy, das jetzt zu sagen. Man sieht, es sind schon ein paar, man sieht sie nicht. Hallo? Da. Ja, es sind schon auch ein paar kranke Leute da, so wie wir. Und die sind ist das vor uns scharf? Da gewesen, das ist krank. Wenn Tim euch abholt, dann kommt einfach nur ein, warte, was hat er gesagt? Weg deinen Arsch hier hin, du musst ganz schnell. Nein, halt, aber echt, ich hol sie auf der Hauptstraße so ab, ne, steh mitten auf der Straße, ne, und sie so, ja, ich komme. Ich so, Alter, kannst du mal. Nein, die saß da nach 20 Minuten. Ich habe ihn so gesehen. Ja, und ich habe ja auch schon eine coole Nummer. Es sieht aus wie eine 2, aber es ist, oh mein Gott, es ist eine 2. Eigentlich ist es eine 5. Das heißt, dass ich als 5 da rein darf und wir stehen halt in der ersten Reihe. Love it. Wir müssen jetzt erstmal richtig fake so tun, als wären wir gerade angekommen, was wir halt auch irgendwie sind. Okay. Ich liebe Bochum. Fahrt war auch nur 3 Minuten. Naja, komm. Okay, wenn ich aber das Auto abschließen, tue ich halt auch nicht. Da sitzen einfach schon Menschen. Ich glaub's, nur geht einer mit mir im Busch. Junge, das ist halt auch einfach überhaupt nicht scharf. Ja, das ist, weil du es nicht kannst, aber es ist nicht schlimm, ich muss Rübsen machen. Ne, doch. So. Jetzt wird's scharf. Mit Tim im Bild, das ist es scharf. Wir haben wie viele Brötchen? 14. Ich dachte, es wäre irgendwie mehr. Aus. Woher weißt du das? Antonia, wo bist du? Da ist ja Antonia! Man sieht halt gar nichts. Komm, Hack-Video sagst du? Hi! Ach, Verena, was ist das für Uschi? Was ist das denn? Wir machen Müll? Ja. Nee. Doch. Das war Antonia safe. Nein. Antonia, du warst das. Nein, Junge, mein Müll. Antonia? Ich zeig das jetzt. Ich hab meinen Müll auch da reingetan. Das ist mein Müll gewesen. Ja, und warum bist du noch nicht in der Tüte? Was ist das für ein Blick? Ich mache jetzt jede Stunde ein Update. Wir haben jetzt 8 Uhr. Wow, Antonia. Hallo, meine Freunde der Sonne. 9 Uhr. Elina ist auch da. Ja, so jede Stunde kommt eine Person dazu.
Wir gehen jetzt übrigens schön fett scheißen. Ja. Wir waren gerade auf dem Klo. Der Tim war scheiße. Der braucht ziemlich lange. Ja. Erstmal alles sauber. Er hat länger gebraucht als drei Minuten. Nein, das ist richtig assi, wie die das erklären. Weil das Ding ist, nein, ihr versteht das wirklich nicht. Ich schwöre, es kennt ihr das, wenn ihr den Deckel aufmacht und da ist wirklich noch die Scheiße von der Person vor. Ja, same, Alter. Ja, okay. Und dann muss ich jetzt erstmal alles reinigen. Oh. Also ich hab eine andere Toilette. Es gab nur eine. Oh. Hey, bei uns gibt's drei. Ah, oh, schön. Hallo, ich will auch drauf. Wir haben 10.30 Uhr. 10 Uhr. 10.33 Uhr. Und alles ist voller Wespen. Hier sind überall Wespen, wir werden die ganze Zeit angeguckt. Und ich glaube, Menschen wollen sich sexy TikTok zeigen. Nee. Doch. So Leute, es ist jetzt 11 Uhr, oder? Also ja, nicht mehr Gartens, ja. Aber 11 Uhr. Wir spielen gerade Uno. Ja. Tim hat verloren. Gar nicht, ich bin noch voll im Rennen. Also ich bin vorletzter, aber vielleicht werde ich auch... ja, mal sehen. Ich sage dir nicht zu, denn ich bin zaum für dich. ADHS, richtige Scheißfans. Mann, die Hörner schneiden. Ja, jetzt Cinderella. Ja, okay. Das ist wie geil, wa? Ella, 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 wir haben 11.30 Uhr. Komm, lauter. Wir laufen zusammen in den Club, machen Show, Bruder Muck, alter Mann, Gelenkschmuck. Scheiß auf was du denkst, look, und mit wem du hängst, look, wir sind viel zu eng, guck. Wir suchen Eis für die ersten Partys. Wir haben jetzt 12 Uhr. Das heißt Mittagessen. Und wir sitzen hier mit der Jasmin, der Emma. Wie heißt sie nochmal? Verena. Es ist wie viel Uhr? 13 Uhr. Wow, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie motivierter. Ja, 13 Uhr. Wann ist Einlass für VIP? 17.30 Uhr, glaube ich. 17.30 Uhr. 16.30 Uhr. 16.30 Uhr. Also ich komme doch erst um 17 Uhr hier überhaupt aufs Gelände. Ja, dann ist doch 17.30 Uhr erst Einlass. Sag mal, der ist ja der Einlass zu dem Zelt. Hi! Ja, same. Ich habe gerade Eis bekommen. Und zwar das Diät- und Sportler-Eis ohne Zusatz von Fett, ohne Zusatz von Zucker. Danke! Jetzt sind wir sportlich, Tim. Sportlich sind wir. Nein, das heißt ja nicht, dass man sportlich ist, sondern dass man einfach nur dünn ist. Da hat Jasmin auch gesagt. Was? Das habe ich eh nie gesehen. Hey, Bitches. Okay, Flocke. Ja, wir haben uns jetzt alle eingekriegt. Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt gerade ein bisschen durch die Prärie... Lauf halt durch den Baum durch. Moin. 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 Nochmal lauter, bitte. Moin. Wir sind eigentlich ganz guter Dinge, weil es sind halt nur noch ungefähr 8 Stunden. Ich habe eine richtig gute Idee. Wir machen das jetzt so, dass wir da einfach rechts gehen, weil rein logisch betrachtet müssten wir dann so da wieder rumkommen. Nein. Haben Sie Chibab-Chichi? Ach du Scheiße. Bitte, Jasmin, lass es. Jasmin, du bist das erste Mal in meinem Vlog. Du solltest es nicht übertreiben. Ich gebe jetzt übrigens offiziell den Job als Gruppenführer, Reiseleiter auf, weil man endet dann halt leicht in so ein Gebüsch. Wir machen das jetzt so, dass wir da einfach rechts gehen, weil rein logisch betrachtet müssten wir dann so da wieder rumkommen. Ja, love it. Jetzt kriegen wir halt wirklich die Zecken. Da haben wir Hepatitis A, B, C, D, E und F. Und dann, was machen wir dann? Da kommen wir in eine Schleuse, werden nicht mal rausgelassen, sind eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Love it. Wirklich, die Henne, wir werden komplett sterben. Fick die Henne. Nee, selber, ich mach das nicht mehr. Wir haben jetzt 14 Uhr und ich kann nicht mehr. Es ist 15 Uhr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Aber ich muss jetzt kacken. Und ich gehe jetzt auch kacken. Deswegen nehme ich euch mal kurz mit. Follow me around an Pissoir. Und ach nee, das ist doch schon wieder hier so, ach ja, tierisch groß. Nessie ist jetzt auch da. Ja, aber du musst erst mal sagen, es ist jetzt 16 Uhr. Es ist jetzt 16 Uhr. Nessie ist auch da. Droge Mike ist auch da. Film zu Droge Mike. Heißt das jetzt, Mike nimmt Drogen? Ich bin immer noch hier. Bonnie. Es folgt die Kampfansage von Believe in Tico. Also,
ich wollte mal. Kannst du mal bitte deine Fresse kurz halten? Hallo! Boah, Leute, wir sind ja auf so einem Hartz-IV-Event. Wenn nicht, dann schlechter Mann. Hallo! Was? Ich mache jetzt eine Ansage an euch. Leute, was denken Leute, die sich das jetzt anschauen und überlegen, hey, soll ich mal zu so einem Konzert gehen? Brebo, Brebo! Hallo! Brr, brr. Oh mein Gott, schmeiß jetzt raus! Nein! Erstmal also meine Hände! Wenn ihr jemals in der ersten Reihe bei Mike Singer stehen wollt, lasst es einfach, wenn ihr noch ein schönes, ruhiges und gesundes Leben führen wollt. Ansonsten... Das ist so... Wirklich, Leute, lasst es einfach. Okay, Verena, wie ist dein Gesicht, wenn Mike dein Bild liked? Wie ist dein Gesicht, wenn Mike einen neuen Song rausbringt? Keine Ahnung. Ich wollte sagen, wir haben jetzt ein neues Zuhause. Ein neues Zuhause. Was tun wir? Und zwar die erste Reihe, bitte. Ja, immer. Oh, Jana! Tschüss! Ach du Scheiße, ich bin überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Alter. Was sehen Sie? Hier ist der Merch-Stand. Oha, die Halle ist echt groß. Geil. Schubst mich bitte nicht, ich Schabracke. Ja, doch, wenn du jetzt mich reiß. Ja, ich Antonia. Das Konzert ist jetzt vorbei, Leute. Meine Stimme geht eigentlich. Das Problem ist halt... Habt ihr Konzertkarten? Ja, ja. Ja, haben wir auch. Haben wir? Also, ja, ja, haben wir. Wir müssen auf jeden Fall nachher richtig viel noch erzählen und ich werde auf jeden Fall auf Insta auch streamen. Also so heiße ich auf Insta, Leute. Ohne Spaß. Folgt mir auf Insta, Leute. Ich streame ja nochmal. Das war, das war, glaube ich, ja, ich fand das Auto eines der coolsten Konzerte, ja. was den Kontakt mit Mike anging. Ja, YouTube-Video, vielleicht schneide ich euch. Wir sind jetzt beim VIP mit den Guten und keine Sau hat literally gerade Bock auf mich. Ich hab keinen Bock auf Mike. Ich hab an den Mike Zeit. Mike geht nicht Kacka machen. Der geht auch nicht. Nein, echt, der geht nicht aufs Klo. Auch, der geht nicht. Nein, der geht wirklich nicht aufs Klo. Ich bin auf jeden Fall jetzt zu Hause, Leute. Oh, ich kann mich kaum noch halten. Die Rückfahrt von Bochum nach Köln, die war irgendwie mega, mega lang. Ich weiß nicht, ich muss da noch Freunde wegbringen oder wollte die wegbringen. Ich habe mich ja angeboten. Es ging irgendwie alles noch so 2 Stunden jetzt und jetzt bin ich zu Hause und jetzt gerade kommt wirklich alles hoch, Leute. Die Freude, wirklich die Anstrengung, einfach die Zeit, die ich investiert habe und das Geld, was ich investiert habe.
einfach alles. Ich komm. Oh mein Gott. Ich bin auch einfach seit 25 Stunden wach. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist. I mean, ja, okay. Ich hab's alles gemacht, weil es meine eigene Entscheidung war. Aber. Weil es gerade, Alter. Oh mein Gott. Oh, ich sehe so schlimm aus. Ich lasse das jetzt echt nur im Video, damit ihr einfach mal seht, dass es verdammt nochmal echt anstrengend ist. Aber Leute, Mike. Oh. Ich versuche ja schon immer so das Beste von Mike zu erzählen, ne? Aber ja, kein, nein, es kann sich keine Person vorstellen, wie geil dieses VIP war. War das Deutsch? Er hat sich nicht nur so Zeit genommen, also ich schwöre Leute, ich war safe anderthalb Minuten da. Er hat einfach selbst von Sachen geredet. So, ich komme, nein, nein, er hat Sachen gesagt, die, ich kann nicht, ich bin raus, es geht nicht, ich kann nicht reden. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, teilt es mit euren Freunden, sendet es gerne an Mike, ich würde mich da auch unglaublich drüber freuen. Weil auch für dieses Video, was ihr hier wahrscheinlich gerade seht, habe ich es wahrscheinlich wieder 10 Stunden gebraucht. Ich werde jetzt meine Meckes-Tüte essen. Ich bin nämlich gerade noch eine Minute vor meinem Mental Breakdown bin ich noch zu Meckes gefahren. Ja, obwohl ich Magenkrämpfe hatte. Gute Nacht. Ich weiß ja nicht, welche Uhrzeit es gerade ist bei euch.